vielleicht irgendwann mal. Also ich will mir eh Ende des Jahres wahrscheinlich mal wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen und einen neuen Rechner kaufen. Da ich dann vielleicht auch gleich mal einen besseren Rechner habe, der das dann alles ohne Probleme schaffen sollte, die Let's Plays. Oh, jetzt habe ich keinen. Kann ich mir einen machen? Natürlich habe ich nichts dabei, um mir eine zu machen. Außer Holz. Aber das will ich nicht. Nee, dann mach mal. Einfach mit der Hand weg. Ist da jetzt nicht irgendwo ein Klotz runtergefallen, den ich jetzt nicht gesammelt habe, oder? Okay, dann halt nicht. Achso, Saplings. Hab schon gedacht, was ist denn das jetzt für ein Spieß hier? So. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt noch nach hinten muss. Ich müsste mir gleich mal ein Grundgerüst von der Kirche schon mal anfangen zu legen. Das mache ich am besten aus... Ne, das mache ich glaube ich erstmal aus Cobblestone, das Grundgerüst. Kann man ja dann alles wieder ändern. Aber ich, ja, das muss, ich war glaube ich noch ein ganzes Stück weiter nach hinten. Die war richtig groß, die ich da gebaut habe. Also da hatten mal mindestens 2000, nein, so viel nicht. Aber ein paar Leutchen waren es schon, die darin Platz hatten. Ich glaube, also ich muss mindestens, ich glaube, das Teil muss ich hier noch ein Stück mit abbauen. Sonst passt das nicht. Sonst passt das vorn und hinten nicht. Was? Da muss ich hin. So. Und natürlich habe ich beim letzten Mal natürlich, glaube ich, auch den ganzen, das ganze Eisen schon gebrannt, weil das Eisen gibt ja nicht beim Abbauen die Experience dann in der neuen Version, sondern, wenn man es, gecraftet hat, wenn man es aus dem Ofen holt. Und das wäre natürlich schön, wenn man das dann das wäre natürlich dann besser gewesen, wenn ich das beim letzten Mal dann nicht schon gleich gebrannt hätte. Wobei ich habe glaube ich nicht alles gebrannt. Ein paar Experience können wir uns dann noch holen. So, hier, du kommst auch noch weg. Da weg. So, die Bäume müssen dann auch noch weg, aber da mache ich mir dann erst nochmal wie heißt das Wort? Axt. Schon schlimm, wie oft ich Wörter vergesse. Ja, voilà. Schneller, Propeller. Achso, ich könnte mal wieder ein bisschen näher ans Mikrofon. Ich gehe irgendwie langsam gerade weiter weg vom Mikrofon. Gehe ich mal ganz nah dran, dass ich hier schön am... Ja, das wird wahrscheinlich jetzt gerade schon wieder total beschissen sich angehört haben. Na, och Mann. So, ich glaube, die ist dann auch gleich hinüber. Ach nee, dauert noch. Ich habe jetzt nicht geguckt, ich habe es gesagt, bevor ich geguckt habe, so, deshalb... irgendein Thema. Was wird mir denn gerade spontan so einfallen an Themen? Ich habe einen Raspberry Pi mir bestellt. So ein bisschen zum Rumbasteln. Der ist ganz lustig. Also wem das nichts sagt, Raspberry Pi, das ist so ein Computer für $35. Das ist ganz lustig, das Ding. Ich will es dann wahrscheinlich als so einen kleinen Server einsetzen. Also der hat gerade mal 700 MHz.
256 Megabyte Arbeitsspeicher, also nichts Weltbewegendes, aber es macht ein HDMI-Bild, kann 1080p wiedergeben. Ist alles von einem, ist alles so ein, na, wie heißt das? Hier so ein Öffentlichkeitsprojektgedöns, Organisation. Wie ist doch, Sonne ist doch unten. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Ja, der ist ganz nett. Der, also den habe ich mir jetzt, den habe ich jetzt bekommen vor kurzem. Und schon ein bisschen Linux drauf installiert. Also es geht auch nur Linux drauf, weil das, der Prozessor ist ein RISC-Prozessor oder ein ARM-Prozessor. ARM ist ja ein RISC-Prozessor. Und ja, der verbraucht auch kaum Strom, also da kann man ein ausgemustertes Handy-Ladenetzteil, so wo so ein Micro-USB dran ist, dran stöpseln und kann den dann mit, also der braucht irgendwie unter 5 Watt oder so, also das ist auch super, deshalb ist es super für so leichte Serveraufgaben. Ich habe mir eigentlich mehr bestellt, aber da die Nachfrage nach den Dingern so riesengroß war, hat erstmal jeder einen gekriegt. Also die waren so schnell. Also die haben erstmal so 10.000 von den Dingern produziert und die waren innerhalb von ein paar Stunden waren die echt vergriffen. Und meiner kam jetzt dann Anfang. Wann kam der eigentlich? Anfang Juni? Ah, schönes. Oh, Eisen. Ja, ist halt schön zum Basteln und rumspielen sozusagen. Gefällt mir sehr, der Raspberry. Kann ich jedem nur empfehlen. Achso, jetzt habe ich keinen mehr. Jetzt muss ich erstmal zurück zur Hütte, um mir eine neue Spitzhacke zu machen. Also, das ist ein super Spielzeug. Lernt man auch ein bisschen Linux dabei. Lernt ein bisschen Fehler beheben in Linux, die man selber macht. Und ja, also den ersten, den will ich erstmal so wahrscheinlich als Webradio benutzen. Wobei mir die Soundkartentreiber von der, also der kann auch Sound ausgeben. Aber die Treiber sind anscheinend noch ein bisschen buggy, die knacken so ein bisschen beim Liedwechsel und deshalb warte ich erstmal ein bisschen ab und nutze ihn jetzt erstmal so als kleinen Mini-Server mit SSH-Zugriff, mit einer Secure Shell. Und ja, mal schauen, was ich da draußen noch alles machen werde. Ich habe mir eigentlich drei bestellt, weil, ja. Die sind so günstig. Die sind so billig. Das Betriebssystem kommt komplett auf eine SSD. Nicht SSD. SD. Ja, so eine Foto-Picture-Card, kann man sagen. Was man aus dem Fotoapparat kennt. Was wollte ich eigentlich gerade tun? Achso, ich wollte mir eine neue Pickaxe-Spitze, eine neue Hacke hier craften. Warum mache ich mir eigentlich nur eine? Ach Mann, warum bin ich so ungeplant immer? So, zack, zack. So, dann machen wir uns gleich noch sowas hier. Und dann machen wir uns gleich noch. Erstmal nichts, das war's. Ach, hier läuft gerade jemand am Fenster vorbei. Ja. Weiter geht's mit dem Abbau. Ich könnte mal wieder was futtern. Wobei, jetzt ist ja auch nicht so wichtig mit dem Futtern. So, ein Cobblestone übersehen. Vergessen, zurückgelassen. Eigentlich müsste ich fast noch eins tiefer, obwohl das kann ich dann machen, wenn ich wirklich mal die Kirche dann den Grundriss stehen habe. Da kann ich dann den Boden drin austauschen.
Muss ja auch die Erde nämlich noch wegmachen, da oben, da vorne. So, jetzt aber erstmal ein paar Cobblestones abbauen. Was ist denn heute los mit dem Schluck auf? Hey, ich habe so irgendwie so einen komischen Schluck auf. Wobei, wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir? 12.19 Uhr. Mittags. Ist also, und ich habe noch nichts gegessen heute, aber ich habe heute nicht so einen Hunger wie beim letzten Mal, aber beim letzten Mal oder vorletztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich so einen Hunger hatte. Das ist heute noch nicht, also heute habe ich noch nicht wirklich Hunger. Habe heute aber auch noch nichts gegessen. Könnte also noch kommen, dass ich dann Hunger kriege. Hier muss irgendwo eine Höhle sein, hier ist auf jeden Fall mal Eisen. Ach ne, sah eben nur so aus. Ich habe schon gedacht, ich wäre jetzt auf der Wasserebene schon. Das wäre ganz schlecht. Boah, und das Schlimmste an der Kirche, das war echt das Dach. Dieses Dach zu designen. Und ich wollte halt so, wie mal von der Kirche das kennt, diese hohen Spitzdächer. Runden, hohen Spitzdächer und die in Minecraft nachzubauen, das ist echt schon eine Herausforderung, sage ich mal. Es ist nicht so schwer, aber dann baut man die erste Version, ist nicht zufrieden, dann die nächste Version ist nicht zufrieden. Dann baut man da noch Treppenstüfchen an und ist nicht zufrieden. Es ist alles nicht so einfach. So, und jetzt mal hier schneller. Das heißt ja immer dieses lange Abbauen. So, nehmen wir erstmal das ganze Eisen hier mit, das war. Und die mache ich dann, glaube ich, wirklich erst mit der neuen Version. Boah, jetzt ist das voll die Riesenader. Och Gott, wie viel ist denn das? Das ist ja fast schon ein Unding, dass ich so viel Eisen finde. Wow. Fuck you. Ihr wisst schon, dass ich da dran will. Boah, wie viel ist denn das? Ihr wisst schon, dass ich jetzt da runtergraben muss. Schön. Wow. Gucken. Boah, das könnte eine richtig geile Katakombe unter der Kirche werden. Puh, da hab ich mich jetzt wieder auf eine Idee gebracht. Die ich natürlich prompt mit euch geteilt habe. Boah, das könnte hier schön irgendwie so eine Unterkirchen-Wasserkatakombe werden. Merken. Ich merke es mir wahrscheinlich eh nicht, aber egal. So, lassen wir erstmal das Loch so schön offen. So, jetzt lege ich erstmal ein paar Steine, um den Grundriss festzulegen von der Kirche. Erstmal an der Backe kratzen. Also der Backe im Gesicht. Der Wange. Nicht der. Hallo? Bett? Aufnehmen? Wie, ich bin voll. Was brauche ich denn nicht? Komm hier, weg damit. Puh, jetzt wird's interessant. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das überhaupt gemacht habe nochmal. Ich muss gerade nochmal hier. Stört mich gerade ein bisschen. Achso, die Bäume müssen auch nochmal kurz weg. Zack, 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 zack. Zack, zack. Tralala. Ich hab natürlich gerade. Och Mann. Wie hoch ist denn das Kackteil?
Oh, jetzt, hier willst du mich verarschen.